Wenn die Frauen unter sich sind, dann dürfen die Frauen, barakallahu fikum, sich schön machen. Die dürfen zusammen bei Hochzeit jetzt Def schlagen. Die dürfen singen. Die dürfen Gesänge machen, aber ohne Musik natürlich. Mit Def, ja, ohne Musik. Sie dürfen, sage ich jetzt, sich gut anziehen, aber die müssen aufpassen. Nicht diese Art, dass sie die Hälfte des Körpers zeigen, weil die Frau auch angehalten ist, ihre Aura zu bedecken. Wenn sie auch unter Frauen ist, dann darf sie nicht alles zeigen, sondern die Stellen von Wudu, kein Problem. Ein bisschen mehr, kein Problem, aber nicht übertreiben. Nicht jetzt eine Frau hat, sage ich jetzt, Minijüpp bis, sage ich jetzt, Mitte des Oberschenkel und die hat einen Ausschnitt, dass man alles von ihr sieht und vor ihr ganzen Rücken von hinten und so weiter, sowas. Es ist nicht in Ordnung. Das ist verboten. Sowas, barakallahu fikum. Und wenn sie auf die Straße geht, dann darf sie nicht so einfach auf der Straße gehen mit diesen Klamotten. Was machen viele Frauen, die Hijab tragen eigentlich? Die tragen Hijab und die tragen alles. Und wenn sie zur Hochzeitfeier gehen, dann können sie ihre Hijab ablegen. Aber die müssen aufpassen. Manche Frauen, die haben so, den ganzen Rücken ist frei, den ganzen vorne, den Ausschnitt ist frei. Die haben Minijob und die haben sich so 2 Kilogramm ja, Make-up. Tragen sie, das ist übertreiben. Oder manche, die tanzen und die übertreiben in Tanzen, die übertreiben in Musik, das ist alles verboten. Barakallahu fikum. Aber nochmal: Def schlagen, singen, ein bisschen tanzen, Kleidung nicht so wie auf der Straße tragen, kein Problem. Sich schminken ein bisschen, kein Problem. Aber nicht übertreiben. Wallahu ta'ala ala wa alam.